Palim, Palim, herzlich willkommen zu meinem 15. Türchen und wir fangen auch direkt an und zwar mit der ATC. Das sieht schon toll aus. Hier die ausgestanzten Zahlen finde ich richtig schön. Ja, drehe ich dich so auf? Nee, ich glaube nicht. Oh, mal ganz anders. Oh, schön. Mit diesem ganzen Glitzer auch hier im Hintergrund. Cool. Als ob da eine Tanne aufgeklebt wurde. Richtig schön. Ganz schlicht. Richtig schön. Viel Glitzer. Gefällt mir gut. Von Jessie. Okay. Ich nehme an, sie hat kein Instagram oder YouTube oder sowas. Zumindest hat sie es nicht hinten drauf geschrieben. Liebe Jessie, vielen lieben Dank für deine hübsche Karte. Das ist wirklich mal was ganz anderes. Das finde ich total klasse, auch hier mit dem Band so drumherum. Richtig schick. Und glitzern und funkeln ist ja sowieso voll meins. Vielen lieben Dank für deine tolle Karte. Die wandert dann gleich direkt in meinen Ordner. Weiter geht's mit dem 15. Türchen von der lieben Nina. Und hier haben wir wieder Teebären. Ja, ich freue mich. Jetzt weiß ich ja endlich, was es ist. Und meine Kinder freuen sich auch, weil die möchten es auch voll gerne probieren. Und ich habe gesagt, wenn ich nochmal so ein Päckchen bekomme, dann sind sie dran. Also ich muss auch ehrlich gestehen, meins war es nicht, weil es einfach vom Geschmack her nicht so meins ist. Aber es ist ja nicht schlimm. Man muss es ja wenigstens probieren, sonst weiß man es nicht. Ne? So. Okay. Eine richtig schöne Tüte hier mit so einem Säcklein drauf. Wie cool. Oh, das sind LED-Pins. Oh, sowas ist immer voll klasse. Moment, ich krieg's nicht auf. Sowas liebe ich. Und dann auch noch so toll. Cool. Hier haben wir einmal einen Kürbis. Die Dinger, die leuchten. Wenn man die hinten, entweder muss man sie randrücken oder zusammenschrauben und dann blinken die. Das ist total klasse. Die kaufe ich jedes Jahr immer wieder für meine Kinder, damit die auf dem Schulweg ein bisschen beleuchtet sind. Was bist du denn? Boah, das ist ja mega. Oh, wie cool. Boah, bist du schön. Voll toll. Ganz großes Kino. Oh, vielen lieben Dank. Das ist echt toll. Und hier ist noch ein Pin. Und zwei sogar noch. Ach, cool. Einmal hier mit einem toten Kopf. Die sind echt toll. Wo hat es die denn gegeben? Na klar, im Teddy. Werbung wegen Markennennung. Voll klasse. Oh, ich glaube, ich muss da echt mal öfter hin. Aber der ist so weit weg. Das ist immer voll blöd. Da, und eine Fledermaus. Boah, super tolles Türchen. Und guck mal, das Tütchen finde ich auch richtig schön. Also da freue ich mich riesig drüber. Richtig tolle Idee. Vielen lieben Dank dafür. Einfach sensationell. Und hier ist noch ein Pudding drin. Paradiescreme, Cookies and Cream. Da bin ich gespannt drauf. Sowas probiere ich immer wieder. Manchmal schmeckt es mir, manchmal schmeckt es mir nicht. Ich hatte mal eins mit Vanille bekommen, das war ganz lecker. Da bin ich gespannt drauf. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es mir gut schmeckt. Die 4 Portionen. Cool. Dann können meine Kinder mitschlemmen. Ja, super. 300 Milliliter Milch. Ja, klasse. Richtig gut. Und nochmal zweimal Tee. Inner Sunshine. Riecht gut. Himbeer-Waldmeister. Ja, hatte ich, glaube ich, schon, ne? Ich glaube, den habe ich noch nicht probiert. Ich habe so viele Tees jetzt geschenkt bekommen, da komme ich gar nicht hinterher mit dem Trinken. Aber ich werde sie alle probieren. Alle. Auf jeden Fall. So, weiter geht's mit dem schönen Päckchen von der lieben Romy. Ah, hoppala.
Nein, ich gucke nicht rein. Oh, da klingelt's. Ich habe keine Idee. Ach, guck mal, da oben ist schon was offen. Es will schon raus. Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, nee. Ein Holzlöffel mit Spinnennetz drauf. Ich hoffe, ihr habt es noch nicht gesehen. Kurze Spinnenwarnung. Jetzt guckt mal auf dem Löffel. Wie cool. So, sie ist weg. Ihr könnt wieder gucken. Da ist ein Glöckchen. Ja, lustig. Nein, wie toll. Ach, was für eine coole Idee. Nudeln. Halloween-Nudeln mit Geistern und Spinnen und Fledermäusen. Wie klasse. Ich halte mal eben das zu. Okay. Hast du den Löffel selber, wie sagt man denn, gewoodbranded? Also hast du so einen Brandteil, um auf Holz zu schreiben? So einen Brandstift? Klasse. Ich zeige noch mal eben hinten die Spinne. Achtung jetzt. Wie cool die aussieht, ne? Mit den Schatten darunter. Finde ich super. Sie ist weg, ihr könnt wieder schauen. Also das ist ja mal eine tolle Idee. Ja, dann weiß ich ja schon, was es heute zum Mittag gibt. Vielen lieben Dank dafür. Eine tolle Idee, echt. Du hast echt immer super Ideen. Klasse. So, dann kommen wir jetzt zu dem Adventskalender von der lieben Steffi von Miss Daisy DIY. Die 23 will schon rausspringen. Das ist ja mal frech. Da unten ist es. Oh, ganz große silberne. Oh, guck mal, die sind so gekringelt. Wartet mal, Moment. Guckt mal, wartet mal, macht mal, tut mal. Und ich glaube, ich war gar nicht im Bild, ne? Ihr habt sie noch gar nicht gesehen. Schaut mal. Die sind schön. Die sehen ein bisschen aus wie Wollknäule. Finde ich voll gut. Die sind toll. Sind die aus Metall? Nee, ich glaube, die sind aus Acryl. Moment. Die sind aus Acryl. Aber das finde ich schön. Die sind richtig toll. Habe ich auch noch nie gesehen. Solche Mummeln, wollte ich gerade sagen. Solche Perlen. Und schön groß sind sie. Klasse. Vielen lieben Dank dafür. Schön. Ja, nach Heiligabend werde ich hier alles rausholen und richtig schön einsortieren in meine ganzen Perlenkästen. Da freue ich mich schon drauf. Ganz in Ruhe alle Schätze nochmal angucken und streicheln. Finde ich gut. So. Ach ja, denkt bitte daran, die liebe Steffi hat auch einen eigenen Shop. Den findet ihr unter jedem ihrer Videos, zumindest unter jedem Shop-Review-Video. Geht dahin, schaut nach, wirklich, die hat tolle Sachen. Die hat super schöne Perlenengel, dann Perlenmischungen für Chunky Charms. Die macht ganz tollen Schmuck. Also wenn jemand noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, ganz ehrlich, geht in Steffis Shop. Auf jeden Fall. So, und dann, Verzeihung, die nächste Yankee Candle. Oh, eine rote, schön. Eine rote. Ich glaube, du bist die Apfelzimt. Bist du überhaupt da drin? Wahrscheinlich nicht. Doch, ja, Apfelzimt. Ja, das riecht richtig gut. Und nicht so streng. Ne? Es ist nicht so, dass man die Nase dran hält und dann donnert einem dieser Geruch bis hinten an die Hirnhaut, sondern es ist dezent lecker. Ja, richtig schön. Ja, das waren wieder tolle Türchen. Ich bedanke mich bei euch. Das war ganz klasse. Ich habe mich über jedes gefreut. Und dann sehen wir uns morgen zum 16. Türchen wieder. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern. Macht euch eine schöne Zeit mit eurer Familie. Krönchen richten und weiter tanzen. Tschüss.